Ich habe der Gruppe den Song Contest vorgeschlagen, weil es eine einmalige Chance war, ethische Ideen mit musikalischen Komponenten zu vereinigen. Es war schön anzusehen, dass die Schüler eine stetige Entwicklung während des Song Contests an den Tag legten. Am Anfang waren sie eher unsicher beim Schreiben des Textes, aber sie gewannen immer mehr Sicherheit. Ja, was? Also ich sagte schon, beim ersten Beat kannst du loslegen. Also hast du wieder Alltagsstress oder hast du Noten, während Kinder in Afrika fürchten, Grund und Boden, üblicher Alltag, Klamotten kaufen, abends saufen, während Flüchtlinge täglich ins Leben laufen. Die Schüler waren überglücklich, als sie von dem Gewinn des Song Contests erfahren haben. Immerhin haben sie es unter die 25 Gewinnersongs geschafft, was bei einer Konkurrenz von über 180 Beiträgen nicht ohne war. Wir haben uns beim Song Contest beworben, da uns das Thema Eine Welt, globale Verantwortung sehr angesprochen hat. Also als ich das erste Mal das Eine Welt-Album in meinen Händen hatte, das war auf jeden Fall richtig cool. Ich war auch total stolz auf mich, weil wir das halt so allein geschafft haben und jetzt unsere Stimmen und so auf der CD zu hören. Mich hat am Song Contest am meisten begeistert die Aufnahme im Studio in Berlin, weil das war echt eine coole Erfahrung, mal in so einem professionellen Studio zu sein. Zur Songproduktion zu fahren war für mich ein einmaliges Gruppenerlebnis. Da wir diese professionelle Aufnahme hat man ja nicht jeden Tag. Und auch der Studioleiter Felix hat einem sehr gut die Angst vor der Aufnahme genommen. Es war auf jeden Fall sehr spannend, auf einer großen Bühne zu stehen, weil es waren ja doch ziemlich viele Leute da. Und ich fand es aber gut, dass die Aufregung weg war, sobald man dann tatsächlich auf der Bühne stand. Für mich war es zum Beispiel auch total cool, die Stars zu treffen, weil eine Freundin von mir, die Ninke, die mit uns zusammen auf dem Festival war, die hat mit mir zusammen eben auch Peter Fox getroffen. Wir haben dann auch gleich ein Foto mit ihm gemacht und das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Vor Ort hatten wir auch auf jeden Fall lokale Presse. Wir hatten zweimal ein Interview mit einer Dame vom Hasburger Tagblatt, die ist dann eben auch zu uns in die Schule gekommen. Nachwirkungen bei den Schülern waren vor allem das gestiegene Selbstbewusstsein und auch die hohe intrinsische Motivation, weitere Wettbewerbsprojekte anzugehen. Ich habe mich beim Song Contest beworben, um auch junge Menschen auf politische Themen aufmerksam zu machen. An dem Song für die nächste Runde habe ich schon gearbeitet. Diesmal werde ich als Solokünstlerin teilnehmen. Ich plane ein großes Festival, je nach Sponsorengeldern, die zusammenkommen werden. Von dem Festival erwarte ich mir interkulturellen Austausch. Ein Fest für die ganze Familie, aber auch gerade am Abend spezialisiert auf das Zusammenkommen der Jugend des Landkreises. Gerade auch die Leute, die neu zu uns gekommen sind, kennen sich noch nicht gegenseitig und das versuche ich zu ändern. Ich würde auf jeden Fall mit einer weiteren Gruppe am Song Contest teilnehmen, denn die Schüler können bei diesen Aktivitäten Erfahrungen sammeln, die weit über den schulischen Alltag hinausgehen.